Leiche ist männlich, zum Todeszeitpunkt ungefähr 20 Jahre alt, blonde Haare und die Tatwaffe steckt. Der liegt seit über 20 Jahren hier. Das hast du aber schnell rausgekriegt, alle Achtung. Für so eine lange Zeit aber ganz schön gut erhalten. Wissen wir was von dem Toten? Nix. Kein Ausweis, keine Papiere. Aber Ina checkt gerade alle Vermissten der fraglichen Zeit. Also, es könnte sein, dass es sich um einen Thomas Fander handelt. Er wurde am 21. August 89 als vermisst gemeldet. Wer hat ihn als vermisst gemeldet? Ja, bitte? Guten Tag. Trautschke, Kripo Leipzig. Das ist mein Kollege Becker. Sind Sie Clarissa Neudeck? Ja. Es geht um Thomas Fander. Thomas? Dürfen wir reinkommen? Ja. Danke. Das ist mein Sohn Kevin. Guten Tag. Hallo? Kannst du uns bitte alleine lassen? Ich habe 1873 die Gaststätte zum Pfaffendorfer Hof übernommen. Guten Tag. Tag. Papa, jetzt nicht. Was ist denn mit Thomas? Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu ihm. Wir haben Thomas Fander gefunden. Er ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das heißt, Thomas ist tot? Ja. Und wie ist das passiert? Die Umstände sind noch nicht geklärt, aber es ist circa 20 Jahre her. 20 Jahre? Dann war er die ganze Zeit tot? Was dachten Sie denn, was damals passiert ist? Ich dachte, er sei einfach abgehauen. Hätte er denn einen Grund gehabt? Sie haben ihn doch damals als vermisst gemeldet. Wir waren zuletzt zusammen auf einer Party bei Freunden und ich bin früher gegangen und Thomas kam nicht nach Hause, auch am nächsten Tag nicht. Wo war diese Party? In der Hans-Oster-Straße in Gohlis. In der Hans-Oster-Straße? Da haben wir seine Leiche gefunden. Hier war doch mal eine Kaufhalle. Hier war ich immer einkaufen. Hier hat er gelegen. Dann bin ich all die Jahre über ihn drüber gelaufen. Wo genau war die Feier? In dem Haus. Da oben war es. Im zweiten Stock. Vince. Existierende Sozialismus existiert real. Komm mal gucken.
das ja alles noch genau wie damals. Das ist noch das Schnapsglas, aus dem Thomas getrunken hat. Was wurde denn hier gefeiert? Können Sie sich erinnern, wer damals alles teilgenommen hat? Wir waren zu sechst. Thomas und ich natürlich. Und dann waren da noch Nadine Angermann und ihr Freund Ronny Paschke. Nadine war eine gute Freundin von mir, wegen der waren wir auch da. Und Ronny hat in der Band gespielt. Ziemlich cooler Typ. Ja, und natürlich Nadines Schwester, Annelore Angermann, mit Viktor Tauber. Das Traumpaar, der schöne Viktor, war Model für das DDR-Modeinstitut. Und Annelore kannte ja sowieso jeder. Die Annelore Angermann? Olympiasiegerin von Seoul 88? Ja. Haben Sie noch Kontakt zu den anderen Gästen? Also ich habe die seit diesem Abend hier auf der Feier damals nie wieder gesehen. Sie haben keinen je wieder gesehen? Nadine war doch Ihre Freundin, dachte ich. Und soweit ich weiß, sind die vier dann in den Westen rüber. Das haben ja damals fast alle gemacht. Alle nicht. Sie nicht, ich auch nicht. Mann, da kriegt man ja gleich Lust auf Mokka-Fix. Na, ich weiß ja nicht. In der Umgebung seht ihr beide gleich 20 Jahre jünger aus. Okay, okay. Also Museumsführung nach Dienstschluss. Frau Neudeck hat hier in dieser Wohnung Thomas Fander das letzte Mal lebend gesehen bei einer Feier. Und wie es aussieht, war seitdem nie wieder jemand in dieser Wohnung. Das gleiche Fabrikat wie die Tatwaffe. Frau Neudeck? Als Sie die Wohnung verlassen haben, waren die anderen noch hier? Ja. Das heißt, die anderen sind unsere letzten Zeugen. Wir werden den Fall so behandeln, als sei er gestern gewesen. Und ich möchte, dass diese vier Zeugen sich so schnell wie möglich hier versammeln. Vielleicht frischt das ja die Erinnerung auf. Danke. Also, Annelore und Viktor Angermann betreiben seit 93 ein Sportgeschäft in der Leipziger Innenstadt. Sind zurzeit in Dresden auf der Messe. Kommen auch morgen wieder. Nadine und Ronny Paschke wohnen seit 1990 in Kassel. Die haben da eine Disco. Die kommen auch morgen her. Ich gehe dann zurück ins Labor und analysiere die Reste der Kleidung, ja? Okay. Schon cool, oder? Eine Sorte Sekt, eine Cola, eine Handcreme, eine Sorte Glühbirnen. Wo hast denn den Quatsch her? Ja, das ist ein Leben ohne Reizüberflutung. Endlich stehst du mal im Supermarkt vorm Regal und musst dir keine Gedanken darüber machen, was für eine Butter du kaufen sollst. Also mit der Einstellung hättest du nach der Wende die Wahl nicht gewonnen. Das sage ich dir. Recht hat sie. Das ist ja alles noch genau wie früher. Ich wollte mich melden und hier, Silly. Das war das letzte Lied auf der Party. Meine Herrschaften, vor 20 Jahren fand hier eine Feier statt. Sie waren alle anwesend. Als erstes würde mich interessieren, was der Grund für die Feier war. Ja, wir
sind am nächsten Morgen über Ungarn im Westen abgehauen. Das war ja so eine Art Abschiedsfeier. Wusste Thomas Vander von Ihren Fluchtplänen? Nein, sowas hängt man ja nicht an die große Glocke. Außerdem kannten wir den Thomas gar nicht so gut. Warum war er denn dann überhaupt hier? Er war als Clarissas Freund mit dabei. Aber mir ging's um Clarissa. Von der Flucht konnte ich natürlich nicht reden, aber wenn ich mich schon nicht richtig von ihr verabschieden konnte, sollte sie wenigstens da sein. Sieht so aus, als hätten Sie die Wohnung ziemlich fluchtartig verlassen. Wir haben nicht aufgeräumt, wir dachten uns so, das kann Erich für uns machen. Also nach dem jetzigen Stand wurde Thomas Vander hier bei dieser Feier das letzte Mal lebend gesehen. Na, das kann ja gar nicht sein, weil wir haben ihn ja ein paar Tage später in Gießen im Auffanglager getroffen. Das heißt, er ist mit Ihnen geflohen? Nein, nicht mit uns. Wir haben ihn erst da wieder gesehen. Ja, wir haben seinen Namen auf der Liste gelesen, die da aushing. Das kann doch gar nicht sein. Thomas wollte nicht rübermachen, er hatte doch gar keinen Grund. Natürlich hat er einen Grund. Können Sie das bitte konkretisieren? Es tut mir leid, Clarissa, aber ich muss das sagen. Eigentlich war die Party ganz friedlich. Bis zu dem Lied von Silly. Dieses Mal liegt im Sterben, wie auch der vom letzten Jahr. Kalte Nebel fallen vom Himmel, Zauber. Ach komm, lass das! Thomas! Ich will kein Kind, das habe ich schon tausendmal gesagt! Mach das weg! Ja, was, willst du nicht hinterher? Warum haben Sie uns das verschwiegen? Sie können jetzt gehen. Aber bleiben Sie bitte in der Stadt. Es kann sein, wir brauchen Sie noch. Nadine, ihr könnt bei uns übernachten. Nadine, kommst du bitte? Okay, das mit dem Auffanglager in Gießen. Mhm. Vince, du schaust dich noch in der Wohnung um. Mhm. Frau Neudeck, was ist aus dem Kind geworden? Mach es weg. Es war ein... Mach es weg. Das waren seine letzten Worte. Mach es weg. Ich habe Kevin nie gesagt, wer sein Vater ist. Ich wollte nicht, dass es jetzt von Ihnen erfährt. Thomas Vander hat Sie beschimpft. Er hat von Ihnen verlangt, dass Sie das Kind wegmachen sollen. Das hat Sie sicher extrem verletzt. Da kann man schon die Kontrolle verlieren. Ja, aber ich habe ihn doch nicht getötet. Aber offensichtlich hat er Ihr Leben zerstört. Sie leben bei Ihrem Vater. Sie haben keinen anderen Mann, kein zweites Glück. Ist Ihr Freund wegen des Kindes nach dem Westen gegangen? Der ist nicht in den Westen. Das hatte Thomas nie getan. Der mochte die DDR. Auch wenn es heute keiner mehr zugibt. Ich mochte die DDR auch. Dieser Zusammenhalt und dieses Gefühl von Solidarität. Ja, und dann sind all Ihre Freunde, die haben Sie aus dem Staub gemacht. Völlig unsolidarisch. Haben Sie all die Jahre nicht darüber nachgedacht, wo Ihr Freund sein könnte? Ich habe zu Hause in den alten Sachen gestöbert und diese Briefe hat er mir kurz vorher geschrieben. Thomas hat mich geliebt. Kommst du mal kurz? Entschuldigung.
Wie sind? Wie sind? Das sind DDR-Jeans. Komisch ist, dass alles, was Thomas Pfander anhatte, aus DDR-Produktion stammt. Wieso ist das komisch? Nee, wenn er im August im Westen ist, dann kann er frühestens im November, also nach dem Mauerfall, wieder zurückgekommen sein. Aber er war in Gießen. Jedenfalls laut Aufnahmeformular, ich habe die Kopie. Moment. Entschuldigung, darf ich mal? Ja. Das ist nicht seine Handschrift, das ist auch nicht seine Unterschrift. In Gießen sind damals über 100 Menschen angekommen. Mit dem Trubel war es wahrscheinlich leicht, jemanden anzumelden, der gar nicht da war. Aber wie hätte sie das hinkriegen sollen? Sie haben uns nicht die Wahrheit gesagt. Thomas Pfander war nie in Gießen. Ja, er stand auf der Liste. Wir haben uns ständig die Listen mit den Neuen angeguckt, da war er mit Sicherheit drauf. Ja, wir haben ganz sicher den Namen auf der Liste gesehen. Vor ein paar Stunden waren Sie noch ganz sicher, dass er da war. Ja, wenn man den Namen sieht, dann denkt man, ja, dass er auch da ist, oder? Nee, man sollte denken, dass er da war. Jemand von Ihnen hat ihn auf die Liste gesetzt. Können wir Sie mal alleine sprechen? Hallo? Suchen Sie irgendwas? Das ist vielleicht der letzte Fleck echte DDR, den es in Leipzig noch gibt. Ich musste das sehen. Clarissa hat mir davon erzählt, auch von der Wohnung hier. Schön. Wilhelm Neudeck. Zimmermann. Kann ich jetzt gehen? Wir haben keinen Grund, Sie festzuhalten. Bitte. Schönen Tag noch. Schönen Tag noch. Glaubst du ihm das? Nein, kein Wort. Warum haben Sie das verschwiegen? Da war nichts. Thomas und ich haben uns damals zufällig in Rostock getroffen. Der war Sportfanatiker. Die Herren glauben, ich hätte was mit Thomas gehabt, weil wir uns zufällig in Rostock getroffen haben. Arbeiten Sie nur mit Wagenverdächtigung? Waren Sie nie eifersüchtig? Ich, worauf denn? Ja, Sie stehen im Schatten Ihrer Frau, der Olympiasiegerin. Die macht, was sie will. Es muss hart sein. Meine Frau sagt, da war nichts. Noch irgendwas Konkretes? Der schöne Viktor. Ich habe keine Ahnung, was Clarissas Vater dir gesucht hat. Vielleicht habe ich hier was. Okay, wir sollen ihn auf jeden Fall überprüfen. Ja. Guck mal hier. Sag mal. Genau so einer hat Thomas auf dem Foto aus Rostock getragen. Ja, sieht aus, als hätten wir unseren Tatort gefunden. Ah. Na, riechst du das? Auf die Feuerwehr!
klar, ich habe das vorher gelöscht. Ja, bist du bescheuert? Willst du da drin draufgehen können? Quatsch, ich war früher bei der Jugendfeuerwehr. Das ist Blut. Ziemlich viel. Also wenn das von Thomas Vander stammt, dann wurde er vermutlich hier erstochen. Wir haben Fußabdrücke gefunden. Schuhgröße 45. Also ein Mann. Viktor Doroni. Oder Willem Neudeck. Über den Neudeck müssen wir noch mehr rausfinden. Und das Haus wird ab sofort besonders gesichert. Hallo? Hallo? Hallo. Ich hab Kevin gerade gesagt, dass Thomas sein Vater war. Ja, vielleicht ist das ein ganz guter Zeitpunkt für weitere Beichten. Herr Neudeck, Sie waren Major bei der Stasi? Na und? Das kann jeder im Internet nachlesen. Und Sie waren zuständig für Spitzensportler. Auch für Anne-Lore Angermann? Herr Neudeck, Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie sagen Ihrer Tochter, wie es war, oder wir machen es jetzt. Also gut. Ich habe Thomas als EM angeworben, damit er Anne-Lore Angermann ausspioniert. Du hast was? Du hast Thomas angeworben? Bevor wir ein Paar waren? Heißt es, er war nur mit mir zusammen, um an Anne-Lore ranzukommen? Nein, er hat dich geliebt. Das kannst du mir glauben. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dir noch glauben soll. Was genau ist am Abend der Feier passiert? Bei uns wusste doch jeder das, was im Busch war. Anne-Lore durfte nicht mehr bei jedem Wettkampf dabei sein, weil Nadine in Westen wollte. Und Thomas sollte rausbekommen. Wann die Republikflucht geplant war. Moment, Sie waren am Tatort? Waren Sie auch in der Wohnung? Das ist nicht die Aufgabe eines Führungsoffiziers. Ist der Thomas wieder zurückgekommen? Fanden Sie das nicht komisch, dass er nicht zurückkam? Thomas war ein lausiger EM. War ständig betrunken. Warum waren Sie gestern in der Wohnung? Nachdem die Leiche von Thomas gefunden wurde, hatte ich Angst, dass Clarissa was damit zu tun hatte. Ich wollte in die Wohnung, um mögliche Spuren zu verwischen. Herr Neudeck, gibt es von diesem Abend irgendwelche Fotos oder Aufzeichnungen? Ich habe ein Ereignisprotokoll gemacht. Das ist in meinem Privatarchiv. Dann geben Sie uns bitte das Protokoll. Ja, gern. Clarissa! Also, wenn die vier rausgefunden haben, dass Thomas Vander EM war, dann hätte jeder ein Motiv. Aber wir haben keine Beweise. Wurde hier im Wohnzimmer gefeiert. Es gab Bier und den guten alten bulgarischen Rotwein. Dann kam es zu dem Streit zwischen Clarissa und Thomas. Clarissa verließ die Wohnung und danach war die Stimmung vermutlich im Keller. Stimmt, uns war nicht mehr nach Feiern. Anne-Lore und ich haben uns dann mit den Mollydecken aufs Sofa zurückgezogen. Und die Männer, sind die dann in die Küche gegangen? Gut, dann möchte ich Sie beide bitten, mit mir zu kommen. Ich bräuchte von Ihnen beiden noch bitte Ihre Schuhe für einen Abdruckvergleich. Jetzt? Mhm. So, hier wurde der Abend dann fortgesetzt. Mit Schnaps. Und dann haben Sie gestritten. Sie wollten am nächsten Morgen in den Westen flüchten. Ging's darum? Wusste Thomas Vander irgendwas? Nein.
Natürlich wusste er was. Schon wieder ein. Bla bla. Es ist doch nicht so, als wäre ich der Einzige, der Probleme mit seiner Frau hat. Aber was meinst du damit? Was ich damit meine? Der da vögelt ein Mädchen. Das meine ich. Hey, Victor. Victor, ich. Wusste Nadine davon? Wussten Sie, dass Ihr Mann ein Verhältnis mit Ihrer Schwester hatte? Halt dich nicht. Lass mal. War doch gar nicht so wichtig. Es ging doch um was viel Größeres. Um unsere gemeinsamen Ideale. Wir mussten doch aus diesem Gefängnis fliehen. Hör doch auf, Nadine hat Ideale, wir doch nicht. Es tut mir leid. Das kommt 20 Jahre zu spät. Hey, Kevin, oder? Bist du zu deiner Mutter? Ich will wissen, was mit meinem Vater passiert ist. Das verstehe ich. Warte einfach mit mir da beim Wagen, ja? Danke. Du findest immer eine Rechtfertigung. Vielleicht konntest du ja nicht anders, als meinen Freund zu bespringen, weil du so viele Steroide im Körper hattest. Ich war nicht gedopt. Ach nein. Das heißt, ach nein, ich war nicht gedopt. Also, Victor war weg und Sie waren mit Thomas alleine. Was war dann? Na ja, Thomas ist gegangen und ich habe mich hingelegt. Ja, stimmt. Jedenfalls hat es später an der Tür geklingelt. Thomas ist gegangen und Ronny hat sich hingelegt. Ich möchte mit Thomas reden. Ist er noch da? Tut mir leid, nein, der ist schon gegangen. Am besten du gehst nach Hause. Bestimmt ist Thomas schon da und wartet auf dich. Wahrscheinlich hast du recht. Das wird das Beste sein. Du kannst das doch bestätigen. Du bist doch in den Flur gekommen. Ich bin aufgewacht, es hat geklingelt. Ja, es stimmt, was meine Schwester sagt. Genau. Das Schlafzimmer. Was war im Schlafzimmer? Ich weiß nicht. Aber irgendwas muss im Schlafzimmer gewesen sein. Hey! Alles in Ordnung, geh wieder schlafen. Hast du Durst? Was machst du da? Ich gehe in dein Bett. Nein, du schläfst halt auf dem Sofa.
Hier, trinkt es. Ist gut gegen den ganzen Alkohol. Hast du mir da was reingemacht? Ein Schlafmittel? Ich war total nervös und unruhig wegen der Flucht. Und dann habe ich geschlafen wie ein Stein. Habt ihr da im Schlafzimmer rumgemacht oder was? Nein, an dem Abend haben wir gar nichts gemacht. Ich schwör's dir. Sie sagen nicht die Wahrheit. Als Clarissa geklingelt hat, muss Thomas noch in der Wohnung gewesen sein. Woher wollen Sie denn das wissen? Ina? Kommen Sie. Guten Tag. Herr Neudeck, erzählen Sie doch bitte, wie sich der Abend aus Ihrer Sicht dargestellt hat. Ja, ich saß in meinem Wartburg. Die Tür hatte ich immer im Blick. Victor kam raus und nicht wieder zurück. Dann kam meine Tochter zurück und kam aber nach 5 Minuten wieder raus. Und Thomas, keine Spur. Ja, wie versprochen, das Protokoll. Moment, soll das heißen? Das ist ja von der Stasi. Sie waren also damals mein Schatten. Das ist meine Arbeit. Sie haben Ihre Aufgaben, ich meine. Sie halten also die Stasi für glaubwürdiger als uns. So ein Wisch kann man doch fälschen. Ich bitte Sie, das ist so Originalprotokoll, sowas fälscht man doch nicht. Nein. Sie haben nur Leben von Menschen zerstört. Originalleben. Wen schützen Sie? Ihre Tochter? Moment, bitte, ja? Jan, geh mit der Neudeck ins Nebenzimmer und prüf die Vorwürfe Punkt für Punkt. Danke. So, frisch geputzt. Dankeschön. Herr Neudeck, wenn Sie die ganze Zeit vor der Haustür waren, warum haben Sie dann die Flucht nicht vereitelt? Weil wir noch keine gesicherten Details von den Fluchtplänen hatten. Oder weil Sie gar nicht wegen der Flucht da waren, sondern wegen Thomas. Er wollte Ihre Tochter schwanger sitzen lassen, nicht gerade ein Traumschwiegersohn. Da haben Sie recht. Ich habe leider davon erst zu spät erfahren. Auf jeden Fall habe ich den Einsatz abgebrochen, bin nach Hause gefahren, um Clarissa zu trösten. Die kam völlig zerstört aus dem Haus. Sie haben das Feuer gelegt. Sie wollten Spuren verwischen. Die Stasi hat Thomas umgebracht. Und wieso hätte die Stasi Thomas ausgerechnet hier im Schlafzimmer töten sollen? Und dann noch so viele Spuren hinterlassen? Was weiß ich nicht? Will ich die Stasi? Also Victor und Clarissa waren weg. Nadine und Annelore haben hier im Wohnzimmer geschlafen. Clarissa ist zurückgekommen und hat geklingelt. Die beiden Frauen sind in den Flur gegangen. Das heißt, nur Sie und Thomas können im Schlafzimmer gewesen sein. So war es eben nicht. Thomas ist gegangen. Bonnie, hör auf zu lügen jetzt. Sie wussten, dass Thomas Vander hinter Ihrer Affäre gekommen ist. Ausgerechnet Thomas Vander. Dieser Stasi-Spitze. Victor!
Woher weißt du eigentlich von der Affäre? Ich hab's halt rausgefunden. Ist doch egal, oder? Ich gehe dann mal besser. Vertraut, Mann! Ja? Rede! Schwein, wie lange geht das schon? Haben die dich auf mich angesetzt? Komm, sprich, hä? Zahlen sie dir, hä? Ich hab dich vertraut, Mann! Ich hätte sie mir nie reinlassen dürfen! Schwein! Haben die dich auf mich angesetzt? Hast du's? Hast du ihn erstochen? Sie was? Sie hat mich auch angestiftet, das Feuer zu legen. Eure Disco ist da sowieso pleite. Sie wollte uns bezahlen. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ihr habt nicht Schwachsinn. Ich muss unbedingt da rein. Ich will jetzt endlich wissen, was damals passiert ist. Würde mich aber auch mal interessieren. Kevin, was machst du hier? Hast du etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun? Ich? Ja, die. Einer von denen hat Thomas umgebracht. Weil sie unbedingt in den Westen wollten. Jetzt sind die einfach zu feige, das zuzugeben und wollen es mir in die Schuhe schieben. Frau Hörmann. Erkennen Sie den jungen Mann wieder? Erinnert er sich an irgendjemanden? An Thomas Vander vor 20 Jahren. Wovor haben Sie Angst? Schauen Sie ihn sich an. Okay, okay! Okay, ich sollte die Informationen liefern. Aber ich werde nichts sagen! Wir können abhauen, kein Problem! Ich habe es deinetwegen gemacht. Du wolltest doch unbedingt studieren. Du hast es für dich getan. Für deine Karriere. So wie du immer alles für dich getan hast. Was haben sie mit der Leiche gemacht? Sie hat Nadine das Schlafmittel gegeben. Und dann haben wir Thomas in der Baugrube verscharrt. Und dann kam Viktor völlig besoffen an morgens. Dann haben wir gleich ins Auto und sind los nach Ungarn. Wir haben dann unseren Kontakt unterbrochen. Wir wollten uns ja nicht immer wieder an die Tat erinnern. Nur Nadine hat immer noch Kontakt gesucht.
Tja, hätten sie mit ihrer Flucht noch ein paar Wochen gewartet, dann wären die Wände dazwischen gekommen und Thomas van der würde wahrscheinlich noch leben. Hätten wir die Leiche 2 Wochen später gefunden, wäre das Haus weg gewesen. Es wird nächste Woche abgerissen. Kommt ein Supermarkt hin. Die Leiche ist männlich, zum Todeszeitpunkt ungefähr 20 Jahre alt, blonde Haare und die Tatwaffe steckt. Der liegt seit über 20 Jahren hier. Das hast du aber schnell rausgekriegt, alle Achtung. Für so eine lange Zeit aber ganz schön gut erhalten. Wissen wir was von dem Toten? Nix. Kein Ausweis, keine Papiere. Aber Ina checkt gerade alle Vermissten der fraglichen Zeit. Also, es könnte sein, dass es sich um einen Thomas van der handelt. Er wurde am 21. August 89 als vermisst gemeldet. Wer hat ihn als vermisst gemeldet? Ja, bitte? Guten Tag. Trautschke, Kripo Leipzig. Das ist mein Kollege Becker. Sind Sie Clarissa Neudeck? Ja. Es geht um Thomas van der. Thomas? Dürfen wir reinkommen? Ja. Danke. Das ist mein Sohn Kevin. Ja. Guten Tag. Hallo? Kannst du uns bitte alleine lassen? Ich habe 1873 die Gaststätte zum Pfaffendorfer Hof übernommen. Guten Tag. Tag. Papa, jetzt nicht. Was ist denn mit Thomas? Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu ihm. Wir haben Thomas van der gefunden. Er ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Das heißt, Thomas ist tot? Ja. Und wie ist das passiert? Die Umstände sind noch nicht geklärt, aber es ist circa 20 Jahre her. 20 Jahre? Dann war er die ganze Zeit tot? Was dachten Sie denn, was damals passiert ist? Ich dachte, er sei einfach abgehauen. Hätte er denn einen Grund gehabt? Sie haben ihn doch damals als vermisst gemeldet. Wir waren zuletzt zusammen auf einer Party bei Freunden und ich bin früher gegangen und Thomas kam nicht nach Hause, auch am nächsten Tag nicht. Und wo war diese Party? In der Hans-Oster-Straße in Gohlis. In der Hans-Oster-Straße? Da haben wir seine Leiche gefunden. Hier war doch mal eine Kaufhalle. Hier war ich immer einkaufen. Hier hat er gelegen. Dann bin ich ja all die Jahre über ihn drüber gelaufen.
Wo genau war die Feier? Da in dem Haus. Da oben war es. Im zweiten Stock. Vince. Existierende Sozialismus existiert real. Komm mal gucken. Alles noch genau wie damals. Das ist noch das Schnapsglas, aus dem Thomas getrunken hat. Was wurde denn hier gefeiert? Können Sie sich erinnern, wer damals alles teilgenommen hat? Wir waren zu sechst. Thomas und ich natürlich. Und dann waren da noch Nadine Angermann und ihr Freund Ronny Paschke. Nadine war eine gute Freundin von mir, wegen der waren wir auch da. Und Ronny hat in der Band gespielt. Ziemlich cooler Typ. Ja, und natürlich Nadines Schwester, Annelore Angermann, mit Viktor Tauber. Das Traumpaar, der schöne Viktor, war Model für das DDR-Modeinstitut. Und Annelore kannte ja sowieso jeder. Die Annelore Angermann? Olympiasiegerin von Seoul 88? Ja. Haben Sie noch Kontakt zu den anderen Gästen? Also ich habe die seit diesem Abend hier auf der Feier damals nie wieder gesehen. Sie haben keinen je wieder gesehen? Nadine war doch Ihre Freundin, dachte ich. Und soweit ich weiß, sind die vier dann in den Westen rüber. Das haben ja damals fast alle gemacht. Alle nicht. Sie nicht, ich auch nicht. Mann, da kriegt man ja gleich Lust auf einen Mokka-Fix. Na, ich weiß ja nicht. In der Umgebung seht ihr beide gleich 20 Jahre jünger aus. Okay, okay. Also Museumsführung nach Dienstschluss. Frau Neudeck hat hier in dieser Wohnung Thomas Fander das letzte Mal lebend gesehen bei einer Feier. Und wie es aussieht, war seitdem nie wieder jemand in dieser Wohnung. Das gleiche Fabrikat wie die Tatwaffe. Frau Neudeck? Als Sie die Wohnung verlassen haben, waren die anderen noch hier? Ja. Das heißt, die anderen sind unsere letzten Zeugen. Wir werden den Fall so behandeln, als sei er gestern gewesen. Und ich möchte, dass diese vier Zeugen sich so schnell wie möglich hier versammeln. Vielleicht frischt das ja die Erinnerung auf. Danke. Also, Annelore und Viktor Angermann betreiben seit 93 ein Sportgeschäft in der Leipziger Innenstadt. Sind zurzeit in Dresden auf der Messe. Kommen wir morgen wieder. Nadine und Ronny Paschke wohnen seit 1990 in Kassel. Die haben da eine Disco. Die kommen auch morgen her. Ich gehe dann zurück ins Labor und analysiere die Reste der Kleidung, ja? Okay. Schon cool, oder? Eine Sorte Sekt, eine Cola, eine Handcreme, eine Sorte Glühbirnen. Du hast denn den Quatsch her? Ja, das ist ein Leben ohne Reizüberflutung.
Endlich stehst du mal im Supermarkt vorm Regal und musst dir keine Gedanken darüber machen, was für eine Butter du kaufen sollst. Also mit der Einstellung hättest du nach der Wende die Wahl nicht gewonnen. Das sage ich dir. Recht hat sie. Das ist ja alles noch genau wie früher. Ich wollte mich melden und hier, Silly, das war das letzte Lied auf der Party. Meine Herrschaften, vor 20 Jahren fand hier eine Feier statt. Sie waren alle anwesend. Als erstes würde mich interessieren, was der Grund für die Feier war. Ja, wir sind am nächsten Morgen über Ungarn im Westen abgehauen. Das war ja so eine Art Abschiedsfeier. Wusste Thomas Vander von Ihren Fluchtplänen? Nein, sowas hängt man ja nicht an die große Glocke. Außerdem kannten wir den Thomas gar nicht so gut. Warum war er denn dann überhaupt hier? Er war als Clarissas Freund mit dabei. Aber mir ging es um Clarissa. Von der Flucht konnte ich natürlich nicht reden, aber wenn ich mich schon nicht richtig von ihr verabschieden konnte, sollte sie wenigstens da sein. Sieht so aus, als hätten Sie die Wohnung ziemlich fluchtartig verlassen. Wir haben nicht aufgeräumt, wir dachten uns so, das kann Erich für uns machen. Also nach dem jetzigen Stand wurde Thomas Vander hier bei dieser Feier das letzte Mal lebend gesehen. Na, das kann ja gar nicht sein, weil wir haben ihn ja ein paar Tage später in Gießen im Auffanglager getroffen. Das heißt, er ist mit Ihnen geflohen? Nein, nicht mit uns. Wir haben ihn erst da wieder gesehen. Ja, wir haben seinen Namen auf der Liste gelesen, die da aushing. Das kann doch gar nicht sein. Thomas wollte nicht rübermachen, er hatte doch gar keinen Grund. Natürlich hat er einen Grund. Können Sie das bitte konkretisieren? Das tut mir leid, Clarissa, aber ich muss das sagen. Eigentlich war die Party ganz friedlich. Bis zu dem Lied von Silly. Dieses Mal liegt im Sterben, wie auch der vom letzten Jahr. Kalte Nebel fallen vom Himmel, Zauber. Ach komm, lass das! Thomas! Ich will kein Kind, das habe ich schon tausendmal gesagt! Mach das weg! Ja, was, willst du nicht hinterher? Warum haben Sie uns das verschwiegen? Sie können jetzt gehen. Aber bleiben Sie bitte in der Stadt. Es kann sein, wir brauchen Sie noch. Nadine, ihr könnt bei uns übernachten. Nadine, kommst du bitte? Ich werde es mit dem Auffanglager gießen. Mhm. Vince, du schaust dich noch in der Wohnung um. Mhm.
Neudeck, was ist aus dem Kind geworden? Mach es weg. Es war ein... Mach es weg. Das waren seine letzten Worte. Mach es weg. Ich habe Kevin nie gesagt, wer sein Vater ist. Ich wollte nicht, dass es jetzt von Ihnen erfährt. Thomas Vander hat Sie beschimpft. Er hat von Ihnen verlangt, dass Sie das Kind wegmachen sollen. Das hat Sie sicher extrem verletzt. Da kann man schon die Kontrolle verlieren. Ja, aber ich habe ihn doch nicht getötet. Aber offensichtlich hat er Ihr Leben zerstört. Sie leben bei Ihrem Vater. Sie haben keinen anderen Mann, kein zweites Glück. Ist Ihr Freund wegen des Kindes nach dem Westen gegangen? Der ist nicht in den Westen. Das hatte Thomas nie getan. Der mochte die DDR. Auch wenn es heute keiner mehr zugibt. Ich mochte die DDR auch. Dieser Zusammenhalt und dieses Gefühl von Solidarität. Ja, und dann sind all Ihre Freunde, die haben Sie aus dem Staub gemacht. Völlig unsolidarisch. Haben Sie all die Jahre nicht darüber nachgedacht, wo Ihr Freund sein könnte? Ich habe zu Hause in den alten Sachen gestöbert und... Diese Briefe hat er mir kurz vorher geschrieben. Thomas hat mich geliebt. Kommst du mal kurz? Entschuldigung. Wie sind? Wie sind? Das sind DDR-Jeans. Komisch ist, dass alles, was Thomas Vander anhatte, aus DDR-Produktion stammt. Wieso ist das komisch? Nee, wenn er im August im Westen ist, dann kann er frühestens im November, also nach dem Mauerfall, wieder zurückgekommen sein. Aber er war in Gießen. Jedenfalls laut Aufnahme von Malaysia wie die Kopie. Moment. Entschuldigung, darf ich mal? Ja. Das ist nicht seine Handschrift, das ist auch nicht seine Unterschrift. In Gießen sind damals über 100 Menschen angekommen. Mit dem Trubel war es wahrscheinlich leicht, jemanden anzumelden, der gar nicht da war. Und wie hätte sie das hinkriegen sollen?